Well, good evening. Guten Abend. For those of you who have just joined us, I work with an organization called Answers in Genesis. Also für die, die jetzt neu hinzugekommen sind, sage ich nochmal, ich arbeite für Answers in Genesis. And we are located in Northern Kentucky in the United States. USA. And there we have a number of scientists on our staff. Eine Reihe Wissenschaftler sind in unserer Mannschaft. We have an astronomer and geologist. Astronomen, Geologen. Two biologists, zwei Biologen, a geneticist, ein Genetiker, and a medical doctor, und ein Mediziner. And we love science. Wir lieben Wissenschaft. And we believe that real science confirms what the Bible teaches about origins. Und wir glauben, dass echte Wissenschaft bestätigt, was die Bibel über den Ursprung des Lebens und der Welt berichtet. And we have built a creation museum that opened in 2007. Und wir haben ein Schöpfungsmuseum eröffnet im Jahr 2007. We've had over 3.5 million visitors. Bisher mit 3.5 Millionen Besuchern ungefähr. From all over the world. Aus der ganzen Welt. And in 2016 we opened the Ark Encounter. 2016 eröffneten wir Ark Encounter. It's about 45 minutes from the museum. Etwa 45 Minuten vom Museum entfernt. And we have had over 2.5 million visitors. Und seit dieser Zeit jetzt auch schon ungefähr 2.5 Millionen Besucher. It's built to the dimensions given in the Bible. Sie ist gebaut nach den Maßen, die in der Bibel angegeben sind. And you can go to our website and see pictures, and we encourage you to make a trip. Auf der Homepage könnt ihr Bilder sehen und wir ermutigen euch auch gerne dorthin zu reisen, zum Beispiel nächstes Jahr mit mir. Because there's lots to learn and see. Man kann dort eine Menge lernen und sehen. Well, tonight we're talking about ape men, Adam and the gospel. Heute Abend sprechen wir über Affenmenschen, Adam und das Evangelium. How many of you have ever seen that picture before? Wie viele von euch haben dieses Bild schon mal zuvor gesehen? Yeah, the evolutionists love to use this. Evolutionisten benutzen das gerne. And it has been very effective in convincing people that we evolved. Und es ist sehr wirksam, wenn Leute davon überzeugt werden sollen, dass wir uns entwickelt haben aus affenähnlichen Vorfahren. That we evolved from some ape-like creature. Ja, von einigen affenähnlichen Vorfahren. Now, if you say that we evolved from apes, the evolutionists will protest. Wenn wir sagen würden, wir haben das von Affen entwickelt, würden Evolutionisten dagegen protestieren. They will say no. Humans and apes evolved from a common ancestor. Sie werden sagen, nein, Menschen und Affen haben sich entwickelt von einem gemeinsamen Vorfahren. But if you ask them to draw a picture of that common ancestor, aber wenn ihr sie bittet, ein Bild von diesem gemeinsamen Vorfahren zu zeichnen, you'll say, oh, well, that's an ape. Da würdest du sagen, oh, das ist ein Affe. But we have to be careful in our language. Aber wir müssen in unserer Sprache und Ausdrucksweise vorsichtig sein. Now the evolutionary view is represented by what they call the evolution tree of life. Die evolutionäre Weltsicht wird wiedergegeben von dem, was sie nennen, den evolutionären Lebensbaum. And all the different branches represent und die all die verschiedenen Äste repräsentieren the different plants and animals and people. Die verschiedenen Pflanzen, Tiere und Menschen. And they're all descended from a common ancestor. Dass die alle abstammen sollen von einem gemeinsamen Vorfahren. The first single-celled creature. Von der ersten Zelle, die entstanden ist durch Zufall. That came into existence by chance about 3.5 billion Zufall, years ago. Vor etwa 3.5 Milliarden Jahren. In contrast, we have the creation forest of life. Im Gegensatz dazu haben wir den Schöpfungswald. Each tree is a different kind of creature. Jeder Baum bedeutet eine andere Art, also besser gesagt Grundtyp von Lebewesen. So, one of those trees is the dog kind. Einer dieser Bäume kennzeichnet die Hundeartigen. One is the cat kind. Ein anderer den Grundtyp der Katzenartigen. Kind. Anderer die Elefantenartigen. And one is mankind. Und ein Baum ist die Menschen. And the branches represent the variation within that kind. Und die Zweige repräsentieren die Variationen innerhalb dieser Grundtypen. And so in the evolutionary view, und so gemäß der evolutionären Weltanschauung, one branch is the branch of hominid evolution. Ist ein Ast der Hominiden-Evolution, der Menschenartigen. And so the evolutionists believe, und die Evolutionisten glauben,
that the orangutan, chimpanzee, gorilla and modern man, dass der Orang-Utan, der Schimpanse, der Gorilla und der moderne Mensch, Homo sapiens, as well as Neanderthal and Cro-Magnon and Australopithecus, genauso wie Neandertaler, Cro-Magnon und Australopithecus robustus und erectus, all of these are related, alle diese miteinander verwandt seien, to a common ancestor, und zwar über einen gemeinsamen Vorfahren oder Urahnen. In a creationist view, aber nach der schöpfungsgemäßen Weltsicht, probably an orangutan is one kind of ape. Probably an orangutan is one kind of ape. Ist wahrscheinlich der Orang-Utan eine Art von Affe. Chimps and chimpanzees and gorillas and Australopithecines. Und Schimpansen, Gorillas und Australopithecinen. Maybe descended from a common ancestor. Die mögen auch abstammen von einem gemeinsamen Vorfahren. And then mankind would include all of us. Und die Menschenartigen würde einschließen alle von uns. And Neanderthal, Cro-Magnon, Homo erectus. Und Neandertaler, Cro-Magnon und Homo erectus, der aufgerichtete Mensch. These are all true humans. Denn diese sind alle wirkliche menschliche Wesen. Descended from Adam. Und zwar abstammend von just Adam, just like you and I, so wie du und ich. So, two different ways of looking at the evidence. Also es sind zwei verschiedene Zugangsarten, um die Beweise zu betrachten. The evolutionists are explaining the origin of man. Die Evolutionisten erklären den Ursprung des Menschen. Or trying to explain the origin of man. Oder sie versuchen diesen Ursprung zu erklären. By time and chance and the laws of nature. Durch Zeit, Zufall und Naturgesetze. Creationists look at the very same evidence. Kreationisten sehen genau die gleichen Beweismittel. They look at the same fossils. Die gleichen Fossilien. They look at the same living creatures. Die gleichen Lebewesen. They look at the same DNA. Die gleiche Desoxyribonukleinsäure. But they believe this book is the eyewitness testimony of the Creator. Aber Kreationisten, also wir glauben, dass dieses Buch die Bibel, der Augenzeugenbericht des Schöpfers ist. And it gives us an account of the creation of man. Und es gibt uns einen Bericht über die Erschaffung des Menschen. And they use that account to interpret the evidence. Und Kreationisten benutzen diesen Bericht, um die Beweislage zu interpretieren. So we want to look at which view fits the facts. Jetzt werden wir die Frage stellen, welche Ansicht passt zu den Fakten. And I want to begin by showing you what the evolutionists say. Zunächst zeige ich euch, was Evolutionisten sagen. And then we'll look at what the Bible has to say. Und dann gucken wir, was die Bibel zu sagen hat. And one of the key creatures leading to man. One of the key creatures leading to man. Eine der Schlüsselkreaturen, die zum Menschen geführt hat, is Australopithecus. Ist Australopithecus. Australo meaning southern. Australo heißt südlich. And Pithecus meaning ape. Und Pithecus bedeutet Affe. And much of the evidence for Australopithecus, und viele der Beweismittel oder Fundstücke für Australopithecus, has come from West Africa. Ist gekommen von Westafrika. Particularly Kenya, Tanzania and Ethiopia. Vor allem von Kenia, Tanzania und Äthiopien. And the most famous Australopithecine is Lucy. Und der berühmteste Australopithecine ist Lucy. How many of you have heard of Lucy? Wie viele von euch haben schon von Lucy gehört? Lucy is more famous than Eve today. Heutzutage ist Lucy berühmter als die Eva der Bibel. Donald Johansson was a doctoral student. Donald Johansson war ein Doktoralstudent. And he and his team found the bones of Lucy in 1974. Und er und sein Team fanden die also einige Knochen von Lucy im Jahr 1974. They were not laid out real nicely like this. Die waren nicht so nett auseinandergebreitet wie diese. But they found about 25% of the skeleton. Aber sie fanden 25% des Skeletts. And then because of the symmetry of the body, und dann wegen der Symmetrie des Körpers, they could reconstruct about 70%. Konnten sie rekonstruieren etwa 70%. Since then, scientists have found other Australopithecine fossils. Und seither haben Forscher andere Australopithecinen-Fossilien gefunden. And they now have hand bones and feet bones.
Handknochen und Fußknochen. And this is the way the Natural History Museum has pictured Lucy. Und auf diese Weise hat das Naturkundemuseum in London Lucy abgebildet. And I want you to notice that she has human hands, human feet. Und das sieht aus mit menschlichen Händen, menschlichen Füßen. She has an upright posture, just like you and I. Ein aufrechten Gang, so wie du und ich. But she has an ape-like face. Aber ein affenähnliches Gesicht. There are even evolutionists who would say. Da gibt es sogar Evolutionisten, die sagen würden, as all informed creationists would say, wie alle gut informierten Schöpfungswissenschaftler sagen würden, that is a serious misrepresentation of the fossil evidence. Dass das eine ernsthafte Fehlinterpretation der Fossilfunde ist. And that Lucy and her kind were knuckle walkers. Denn Lucy und ihre Art, das waren in Wirklichkeit Knöchelgänger. Like a bonobo or a gorilla. Ähnlich wie ein Bonobo oder Gorilla. And so that's the way we've pictured her in our Creation Museum exhibit. Deshalb haben wir sie in unserer Schöpfungsmuseumsausstellung so dargestellt, wie ihr da seht. But now that's Lucy in London. Aber das hier, dieses aufrechte Wesen, ist Lucy in London. Now I want to show you Lucy in St. Louis. Jetzt zeige ich euch Lucy in St. Louis. Because the St. Louis Zoo had a Lucy exhibit. Weil der St. Louis Zoo hat eine Lucy-Ausstellung for many years. Für viele Jahre. That's Lucy in London. Das ist Lucy in London. And that's Lucy in St. Louis. Und das ist Lucy in St. Louis. Now she has more hair. Sie hat mehr Haare. But she still has human hands, human feet. Aber immer noch menschliche Hände und Füße oder auch Beine. Upright posture. Aufrechter Gang. And look at that face. Und schaut euch das Gesicht an. Do you see the whites of the eyes? Seht ihr das Weiße in den Augen? Those are human eyes. Das sind Menschenaugen. But the eyes are not preserved in the fossil record. Aber liebe Freunde, die Augen, die sind nicht erhalten in den Fossilfunden. So that's artistic imagination. Das ist künstlerische Vorstellungskraft hier. Apes don't have eyes like that. Affen haben keine Augen wie dieses. Those are photographs of real apes. Das sind Fotografien von echten Affen. Their eyes are almost completely black or dark brown. Ihre Augen sind fast komplett schwarz oder dunkelbraun. That's an imaginary creature. Das aber oben links ist eine eingebildete Kreatur. Created by an evolutionary artist. Die geschaffen wurde von einem evolutionären Künstler. And just by putting human eyes in the picture. Und wenn man jetzt einfach nur menschliche Augen in ein Bild einsetzt, it makes it look more human. Dann macht es das mehr menschlich aussehend. Okay, so that's Lucy in London and Lucy in St. Louis. Also hier seht ihr nochmal Lucy in London und in St. Louis. But the Chicago Field Museum also has a Lucy. Aber das Chicago Feldmuseum hat auch eine Lucy. And that's Lucy in Chicago. Und das ist Lucy in Chicago. She's a little more muscular. Sie ist etwas muskulöser. She has heavier eyebrow ridges. Sie hat größere Augenbrauenwülste. But still has human hands, human feet, upright posture. Hat immer noch menschliche Hände, Füße und aufrechten Gang. And then that's Lucy in a BBC television program. Ja, und das hier ist Lucy in einem BBC Fernsehprogramm. Her face is completely different from the others. Ihr Gesicht unterscheidet sich völlig von denen der anderen. And that's Lucy in Smithsonian Magazine and Science Magazine in America. Lucy im Smithsonian Zeitschrift und Science Magazine in Amerika. So it's just however the artist wants to draw her. Und es ist immer so, wie der Künstler sie gerade zeichnen will. Richard Leakey is the director of the Kenya National Museums. Richard Leakey ist der Direktor der Nationalmuseums von Kenia. A very famous evolutionist and an atheist. Ein sehr berühmter Evolutionist und Atheist. In a book in 1981 called The Making of Mankind. In einem Buch von 1981 mit dem Titel Die Entstehung der Menschheit, which was written for the general public, die für das große Publikum, also das für das große Publikum geschrieben wurde, so we could know where man came from. So können wir jetzt wissen, wo der Mensch herkommt. He said, sagte er, wir wissen nun mit Sicherheit, dass die Australopithecinen aufrecht gegangen sind. So is there any doubt in his mind?
Besteht da irgendein Zweifel in seinem Denken? No. Nein. We're certain. Wir sind sicher, sagt er. That was 1981. Das war 1981. But in 1982, aber 1982, he was speaking in London. Sprach er in London. At a very famous science institute. An einem sehr berühmten Wissenschaftsinstitut. And a reporter from the New Scientist magazine. Und ein Reporter vom neuen Wissenschaftsmagazin. Went to the lecture. Kam zu der Vorlesung. Now the New Scientist is a weekly science magazine. Der New Scientist ist ein wöchentlich erscheinendes Wissenschaftsmagazin. That summarizes the scientific literature. Das zusammenfasst die wissenschaftliche Literatur. For the general public. Für das große Publikum. And it is evolutionist in orientation. Und es ist evolutionistisch orientiert. The reporter tells us. Der Reporter erzählt uns. Zitiere: Leakey betont, dass Paläontologen nicht wissen, ob der Australopithecus einen aufrechten Gang hatte. Es hat noch niemand zusammengehörige Skelette und Schädel entdeckt. Zitat Ende. Now that's interesting. Nun, das ist interessant. I wonder how many people who read the book. Ich frage mich, wie viele Leute, die das Buch gelesen haben, was at this very prestigious lecture. Bei dieser sehr prestigegeladenen Vorlesung dabei waren. Because that contradicts what he said in his book. Denn das, was er bei dieser Vorlesung gesagt hat, widerspricht dem, was er im Buch geschrieben hat. The article goes on to quote Leakey. Und der Artikel fährt fort, Leakey zu zitieren und sagt: Ich kann kaum glauben, dass ich vor nur einem Jahr all das gesagt hatte, so Richard Leakey letzten Freitag vor dem erlesenen Publikum eines Abendvortrags in der Royal Institution. Er habe erkannt, dass die gewohnte Lehrmeinung, die er erst neulich in seiner BBC-Fernsehserie The Making of Mankind vertreten hat, wahrscheinlich auf mehreren wichtigen Gebieten falsch sei. Zitat Ende. Now, you see, the BBC realized. Ihr seht, das BBC-Fernsehen hat erkannt. Not enough people read his book or will read his book. Nicht genug Leute lasen sein Buch oder werden sein Buch lesen. We need to produce a documentary for television. Wir müssen eine Dokumentation für das Fernsehen produzieren. So more people will know what's in the book. Dann werden noch mehr Leute wissen, was in dem Buch steht. But now Leakey says. Aber jetzt sagt Leakey. He was probably wrong in a number of crucial areas. Er war wahrscheinlich falsch gelegen in einer Zahl von entscheidenden Bereichen. I wonder how many people who saw the television program. Ich frage mich, wie viele Leute, die das Fernsehprogramm gesehen hatten, were at this special lecture. Bei dieser speziellen Vorlesung dabei waren. He continues. Und er fährt fort, ich zitiere Leakey, diesen Artikel. Insbesondere hält er den ältesten Vorfahren des Menschen für deutlich jünger als die 15 bis 20 Jahr Millionen, die er im Fernsehen vertreten habe. Now, how many people who watched the television program? Wie viele Leute, die das Fernsehprogramm gesehen hatten, were at this lecture to hear that. Waren bei dieser Vorlesung, um das jetzt zu hören. Weiter steht in dem Artikel, Leakey meint, die Grundlagen, auf denen Paläontologen Fossilien von Menschen und von Menschenaffen einordnen, seien irreführend. Er wünsche sich ein gänzlich anderes Verfahren. Zitat Ende. Well, that was 1982. Das war 1982. In 1986, an article appeared in Discover magazine. Erschien ein Artikel im Discover Magazin, also Entdeckungsmagazin. That's a leading science magazine in America. Ein führendes Wissenschaftsmagazin in Amerika. And it began this way. Und es begann mit folgenden Worten, Zitat. Ein außergewöhnlicher Fund in Kenia, ein 2,5 Millionen Jahre alter Schädel, hat alle unsere Vorstellungen zur Evolution der Hominiden gekippt. Wir wissen nicht mehr, wer zu wem führte. Vielleicht nicht einmal mehr, wie oder wann wir entstanden sind. Zitat Ende. So they found this skull. So fanden sie also diesen Schädel. And it's really thrown them into confusion. Und es ist wirklich dazu, Verwirrung zu erzeugen. This is a chart from Donald Johansson, who found Lucy. Das ist eine Karte von Donald Johansson, der Lucy gefunden hatte. And Timothy White, another famous American anthropologist. Und Timothy White, ein anderer berühmter amerikanischer Paläontologe, also Altertumsforscher. This is based on the evidence before that skull was found. Das beruht auf den Fundstücken, bevor dieser Schädel
aufgetaucht ist. And so they have some questions before they get to Lucy's kind. Und so hatten sie einige Fragen, bevor sie Art kamen. Then they're very confident. Dann da waren sie sehr darauf vertrauend. That some of Lucy's descendants went off to extinction. Dass einige von Lucys Vorfahren ausgestorben sind, ja. Yeah. The others eventually evolved to man. Die anderen haben sich eventuell zu Menschen weiterentwickelt. They're very confident about that. Sie waren sehr gewiss, dass das so ist. Except they do have some questions about Neanderthal. Except? They still have questions about Neanderthal. Aber sie haben noch Fragen bezüglich des Neandertalers. And then they found that skull. Und dann fanden sie diesen Schädel. And now they don't know who gave rise to whom. When or how we came into being. Dann wussten sie plötzlich nicht mehr, wer zu wem geführt hat und wie die ganzen Verwandtschaften da sind. Well, that article summarized all the evidence for Australopithecus. Der Artikel hat zusammengefasst alle Beweisstücke für Australopithecus up to 1986. Bis 1986. And it ended this way. Und er endete mit folgenden Worten: Es ist also noch sehr viel zu tun. Das ist eine neue Epoche der Paläoanthropologie, also Altertumslehre über den Menschen. Wir dachten, wir hätten es recht gut verstanden, aber dem ist nicht so. Dieser neue Schädel ist das beste Argument für den ganzen Aufwand an Zeit, Kosten und Mühe bei den Ausgrabungen. Er hat sozusagen ein Erdbeben ausgelöst und jetzt sind unsere schönen Konstruktionen zusammengefallen zu einem Schrotthaufen von ungelenken, ungehobelten neuen Hypothesen. Ein sicheres Zeichen wissenschaftlichen Fortschritts. Now, it is progress. Das ist Fortschritt. When you find out, wenn du herausfindest, that what you thought was true is false. Wenn das, wovon du dachtest, es sei wahr, falsch ist. That is progress. Das ist Fortschritt auch in der Wissenschaft. But they are not getting any closer to the truth. Aber sie sind nicht irgendwie näher an die Wahrheit herangekommen. They're getting more confused as time goes on. Sie sind noch weiter verwirrt geworden, als die Zeit fortgeschritten ist. Well, now I want to show you a video. Und jetzt will ich euch ein Video zeigen. You will hear it in English. Ihr werdet es in Englisch hören. But the text will be in German. Aber der Text wird in Deutsch als Untertitel zu sehen sein. So you can read along. Da könnt ihr das mitlesen. It features Dr. Owen Lovejoy. Es bringt Dr. Owen Lovejoy. And he is another leading American anthropologist. Ein anderer führender amerikanischer Anthropologe. And this was shown on television in 1992. Und das wurde 1992 im Fernsehen gezeigt. I want you to watch and listen. Ich möchte, dass ihr zuschaut und zuhört. To what Dr. Lovejoy is doing. Zu dem, was Dr. Lovejoy tut. To a plaster cast of Lucy's hip bones. Bezüglich ein Gipsabdruck von Lucys Hüftknochen. And the voice in the background narrating. Und die Stimme im Hintergrund erzählt. Is Donald Johansson who found Lucy. Also wer da spricht hinten, das ist Dr. Johansson, der Lucy gefunden hat. So watch and listen. Und jetzt passt genau auf und hört gut zu, was da abläuft. This has caused the two bones, in fact, to fit together so well that they're in an anatomically impossible position. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bones seem to flare out like a chimp's. But all was not lost. Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape. How did he know what that was? He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly, like a three-dimensional jigsaw puzzle. That's perfect. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimp's, but a lot like ours. Well, of course it does. Natürlich funktioniert das. He ground it to look like ours. Er hat es geschliffen, damit es so aussieht wie ein Menschenknochen. Now listen.
Jetzt hört gut zu. If a creationist did that to the fossil evidence, wenn das ein Kreationist gemacht hätte bezüglich der Fossilfunde, or a plaster cast of the fossil evidence, ja, oder so ein Gipsabdruck verändert hätte bezüglich der Fossilfunde, the creationist would be crucified. Hätte man diesen Kreationisten gekreuzigt. But an evolutionist does this, aber wenn ein Evolutionist so etwas macht, solchen Schwindel, and, oh, that's good science. Dann heißt das, ist gute Wissenschaft. No, that's not good science. Aber das ist keine gute Wissenschaft. That's a manipulation of the evidence. Das ist eine Manipulation der Fundstücke, to fit a preconceived idea, um eine vorweggenommene oder voreingenommene Idee, ja, durchzuboxen. Lucy was not our relative. Lucy war nicht unsere Verwandte. What about Neanderthal? Wie steht es nun mit dem Neandertaler? The first Neanderthals were found in 1856. Die ersten Neandertaler wurden gefunden im Jahre 1856. In the Neander Valley in Germany. Im Neandertal in Deutschland. And this is the way they were pictured. Und so wurden sie gezeichnet. Pretty strong. Sehr stark. Ape-like in the head. Ein affenähnlicher Kopf. Not wearing very many clothes. Not clothes. Not wearing very many clothes. Ach so, sie haben nicht sehr viele Kleider getragen. Of course, the clothes are not preserved in the fossil record. Natürlich sind ja die Kleider nicht erhalten geblieben in den Fossilfunden. So that's pure imagination. So ist also diese Nacktheit hier pure Vorstellung. Since then, they have found Neanderthals bones in various places in Europe. Seit sie Neandertalerknochen in verschiedenen Plätzen in Europa gefunden haben. In the Middle East. Und auch im Nahen Osten. And elsewhere. Und sonst wo. And there are now even evolutionists who would say. Und da gibt es jetzt sogar Evolutionisten, die sagen würden, that if you dressed up Neanderthal, wenn ihr einen Neandertaler anziehen würdet, and you put him in a coat and a tie, und ihr ihm einen Anzug und eine Krawatte geben würdet, and you brought him to the creation seminar in Uznach, und ihr ihn zum Schöpfungsseminar hier nach Uznach in der Schweiz bringen würdet, nobody would look twice. Würde keiner zweimal hinschauen. Würde gar nicht auffallen, dass das ein Neandertaler ist, ja? About 20 years ago, the Time magazine in America had an article. 1994 hatte das Time Magazin in Amerika einen Artikel. And it was the changing faces of Neanderthal. Da hieß die sich verändernden Gesichter der Neandertaler. And they showed how Neanderthals have been represented. Und die zeigen, wie Neandertaler so vorgestellt werden. So here he is, 1873. Hier ist ein Bild von 1873. He needs a haircut. Er braucht an sich dringend einen Friseur. But he could be an American Olympic athlete. Oder er könnte ein amerikanischer Olympiaathlet sein. But then in 1909, dann 1909, he's ape-like in the head, ist er affenähnlich am Kopf and naked. Und nackt natürlich. In 1953, 1953, he's behaving like some humans. Verhält er sich wie einige Menschen, but he's ape-like in the head. Aber er hat einen affenähnlichen Kopf. In 1984, 1984, he needs a haircut and a shave. Braucht er dringend einen Haarschnitt und eine Rasur. He needs to avoid eating a mice or snake. Something he has in his hand. Ja, ja, er isst hier irgendwas, was er nicht essen sollte, eine Maus oder Schlange oder was. But he's human. Aber er wirkt ziemlich menschlich in diesem Film. In 1988, he's showing us that he needs to go to the dentist. Zeigt er uns, dass er dringend zum Zahnarzt gehen müsste. But he's human. Aber er ist immer noch menschenähnlich, menschlich. But then CNN television has him more ape-like. CNN Fernsehen hat ihn da wieder mehr affenähnlich dargestellt. He has a lot more hair in 2007. 2007 hat er wieder eine Menge mehr Haare. And he's perfectly human in 2008. Und 2008 ist er schon perfekt wie ein Mensch so. The Neanderthal Museum for many years. Das Neandertal Museum hat für viele Jahre had an exhibit of the 1983 version and the 1909 version. Eine Ausstellung von 1983 Version bis 2000 noch was. 1983 und 1900
2009. Also von 1983 bis 2009. Mit Zahlen haben wir es alle nicht so hier. And one evolutionist said, und ein Evolutionist sagte, von der Darstellung im 19. Jahrhundert als Unhold zum Anzugträger, im Laufe der Zeit wurde der Neandertaler in ganz unterschiedliche Schubladen gesteckt. Well, the Neanderthal Museum has updated their exhibits. Das Neandertaler Museum hat abgedatet seine Ausstellungen, also aktualisiert. And that's what they look like in 2010. Und so sehen sie jetzt 2010 aus. Now the man on the left has been in the sun too long. Der Mann links, der ist zu lange in der Sonne gewesen. And he does have a big nose. Und er hat eine wirklich große Nase. But I've been doing scientific observations this weekend. Aber ich habe dieses Wochenende wissenschaftliche Forschungen gemacht. And I've noticed some of you have big noses. Und ich habe festgestellt, auch einige von euch haben große Nasen. And I've been wondering where you are on the evolutionary tree. Und ich habe mich gefragt, wo steht ihr auf dem evolutionären Entwicklungslauf? Oh, that's ridiculous. Ja, aber das ist natürlich lächerlich. Das ist Spaß. Those are all human. Die sind alle menschlich. There could be people that look like that. Da kann es Menschen geben, die auch heute genauso aussehen. Yes, but the Neanderthals were primitive. Ja? The Neanderthals were primitive. Ja, die Neandertaler waren primitiv. They had primitive stone tools. Sie hatten primitive Steinwerkzeuge. Primitive culture. Primitive Kultur. That proves that they weren't fully human. Das beweist, dass sie nicht völlige Menschen waren. No, it doesn't. Nein, es beweist es nicht. When George Washington was the first president of the United States. Als George Washington der erste Präsident der Vereinigten Staaten war. Living in the presidential palace in Philadelphia. Als er im Präsidentenpalast in Philadelphia gelebt hat. With Persian rugs on the floor. Mit Persian. From Persian. Mit persischen Teppichen auf dem Gang. With really nice dishes and silverware. Dishes and dishes, what you tell her you eat off. Ah, ja, mit netten Essen und Silverware und so Zeug. And a toilet in the house. Und einer Toilette im Haus. Living in the very same country. Da haben im genau gleichen Land, wo er in diesem Luxus lebte. Living in the same country at the same time. Im gleichen Land zur selben Zeit. Were Native American Indians. Ja, die Indianer gelebt. Living in teepees. In Tipis, so einfachen Zelten. With no Persian rugs on the floor. Also mit keinen Perserteppichen im Gang. And no nice dishes. Und keinen netten Essensgeschirr. Geschirr, ja. And wir haben sowas nicht. And no toilet in the teepee. Und keine Toilette hatten sie in ihrem Tipi-Zelt. And they were just as human as George Washington. Aber diese Indianer, die waren und sind genauso Menschen, wie es damals George Washington war. And we have people today. Und wir haben heute Leute, that in our Western arrogance, die gemäß unserer westlichen Arroganz, we call them primitive. Wir nennen sie primitiv. People like the Aborigines of Australia. Etwa die Aborigines in Australien, die wir hier sehen. They're different from us. Sie unterscheiden sich von they uns. Have a different lifestyle, sie haben einen anderen Lebensstil. But they're fully human. Aber sind vollkommen Menschen. And there are Aborigine children who go to Australian universities. Und diese Aborigines in Australien haben Kinder, die gehen zum Studium an Universitäten. And if you dropped me by helicopter, und wenn ihr mich aussetzt vom Hubschrauber, with just into the forest where they live, in den Wald, wo diese leben, with just the clothes on my body, wenn ich nur noch die Kleider auf meinem Leib trage. Even though I have a university degree and a PhD. Sogar wenn ich einen Universitätsabschluss habe und Doktortitel, I would probably be dead in 3 days. Würde ich wahrscheinlich in 3 Tagen tot sein. I'd eat some poisonous plant. Ich würde einige giftige Pflanzen essen. I wouldn't know how to make a boomerang or a spear. Ich würde nicht wissen, wie man einen Bumerang oder Speer herstellt. And I wouldn't know how to catch anything if I did. Und ich würde auch nicht wissen, wie man etwas fangen soll, wie die das tun oder wie es tun sollte. They're different from us. Sind verschieden von uns. But they're fully human. Aber es sind vollkommen Menschen. Yes, but the Neanderthals lived in caves. Ja, aber man sagt, die Neandertaler, die haben ja in Höhlen gelebt. That proves that they weren't human. Das beweist, dass es keine Menschen waren. No, it doesn't. Nein, es beweist es nicht.
1947, the Dead Sea Scrolls were discovered. 1947 wurden die Schriftrollen vom am Toten Meer gefunden oder entdeckt. Copies of the Hebrew Old Testament. Kopien des hebräischen Alten Testaments. Put in clay pots in those caves. Die in Tonkrügen eingepackt waren in diesen Höhlen. By a group of Jews called the Essenes. Von einer Gruppe von Juden, die sich die Essener nannten. Who were living out in the wilderness just before and after the time of Jesus. Die haben vor und nach der Zeit unseres Herrn Jesus in der Wildnis gelebt. And did you know? Und wusstet ihr? That the Bible speaks of cavemen. Dass die Bibel auch von Höhlenmenschen spricht? It does not speak about ape men. Sie spricht aber nicht von Affenmenschen. But it says in Hebrews 11, denn in Hebräer 11, Vers 38 lesen wir über die echten Jünger Jesu, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. There are a lot of caves in Israel. Also es waren im Alten Bund, die verfolgt wurden schon, in Höhlen haben sie gelebt. Because there's a lot of limestone rock. Und es gibt eine Menge von Kalksteinfelsen dort am Toten Meer zum Beispiel. And Sarah, Jacob, Lazarus and Jesus were buried in a cave. Und Sarah, Jakob, Lazarus und Jesus wurden auch begraben in Höhlen. Just like Neanderthals buried their dead in caves. So wie auch Neandertaler bestattet wurden in Höhlen. Genauso. And Lot, Elijah and David lived in a cave for a while. Ja, und Lot, Elia und David lebten laut der Bibel eine Zeit lang in Höhlen. Why did they live in a cave? Warum? Because the necessities of life required it. Ja, weil die Notwendigkeit, ihr Leben vor der Verfolgung zu schützen, das erfordert hat. God said, Lot, get out of Sodom. Gott sprach zu Lot, verlasse Sodom. He went up into the mountains to a cave. Und dann ging er hinauf in die Berge, in Höhlen. Elijah was running from King Ahab. Elijah floh vor König Ahab. David was on the assassins list of King Saul. David stand auf der Mordliste von König Saul. And if you're running for your life, und wenn du um dein Leben laufen musst, a cave is a great place to hide. Ist eine Höhle ein großartiger Platz, dich zu verstecken. And we have cavemen today. Und wir haben auch heute Höhlenmenschen. A very famous one died recently. Ein sehr berühmter starb erst kürzlich. His name was Osama bin Laden. Sein Name war Osama bin Laden. And why was he living in the caves of the mountains of Afghanistan? Und warum hat er gelebt in den Höhlen der Berge von Afghanistan? The necessities of life required it. Es war die Notwendigkeit, sich vor den Verfolgern zu retten. Er war ja ein Terrorist. Very smart man. In der Hinsicht war er ein sehr kluger Mensch. The archaeological evidence for Neanderthals. Der archäologische Beweis für Neandertaler. That they were 100% human, dass sie 100% menschlich waren, is just overwhelming. Ist geradezu überwältigend. They made sophisticated spears, needles and stone tools. Sie machten komplexe, sehr klug ausgedachte Speere, Nadeln und Steinwerkzeuge. And only humans do that. Und das können nur Menschen machen. They had I don't remember what that means. In English? Schminke. Ja. Yeah. Sie verwenden Schminke. Oh, makeup and jewelry. You know, yeah. Yeah. The English word makeup, yes. Yeah. We don't need it. Yeah. Sie verwendeten Schminke und machten Schmuck aus Muscheln. They hunted seals and dolphins. Sie jagten Delfine und Robben. And humans are the only land creatures that do that. Und Menschen sind die einzigen Landlebewesen, die das tun. They used fire to cook. Sie benutzten Feuer zum Kochen. And they invented glue. Und sie haben Leim, Klebstoff erfunden. They made homes out of animal skins. Sie machten Häuser oder Hütten aus Tierhäuten. Now beavers build dams. Biber bauen Dämme. Birds build nests. Vögel bauen Nester. Ants build anthills. Ameisen bauen Ameisenhügel. But humans are the only creatures that make homes out of the skins of other animals. Aber Menschen sind die einzigen Lebewesen, die Hütten aus Tierhaut errichten können. They made musical instruments. Sie machten Musikinstrumente. They cared for their sick and ceremonially buried their dead. Sie pflegten die Kranken und bestatteten ihre Toten zeremoniell. They made boats and ships. Sie bauten Boote und Schiffe.
Yes, you can say. You better say that one. Larynx. You haven't got all larynx that. And. Yeah, no, they had the right bones in their throat. Yes, sie hatten im Kehlkopf ein Zungenbein. And they had the right genetic information. Und sie hatten die richtige Erbinformation. And. Und. They married modern humans. Sie heirateten moderne Menschen und hatten Kinder mit ihnen. And in fact, also den Homo habilis oder Erectus. We now know. Und in der Tat wissen wir jetzt, that except for black Africans, mit Ausnahme von Schwarzafrikanern, all other people have Neanderthal DNA. Haben alle anderen Menschen Neandertaler Desoxyribonukleinsäure, also DNS. You have Neanderthal DNA. Ihr habt Neandertaler DNS. It's not very much. Es ist nicht sehr viel. But I have it too. Aber ich habe es auch. Ich vielleicht auch. Yeah. Sicher. Ah, sicher, ja. Sure. No, we are strong. Okay, Neanderthals were our relatives. Neandertaler waren unsere Verwandten. And because of where we find their bones, und weil wir ihre Knochen gefunden haben, we think they are people who migrated from the Tower of Babel. Denken wir, es sind Leute, die ausgewandert sind, herkommen vom Turm zu Babel, Mesopotamien. After the flood. Nach der Sintflut. Well, let's consider some more missing links. Lasst uns einige mehr fehlende Bindeglieder betrachten. Missing links. In 1912, Piltdown Man was announced. 1912 wurde der Piltdown Mensch groß angekündigt. And the Illustrated London News, und die Illustrierte London News, had a picture of what he looked like, hatte ein Bild, wie er ausgesehen haben könnte, based on the evidence, basierend auf den Fundstücken, which was, das war, a piece of jaw, ein Teil des Kiefers, two molar teeth and a canine tooth. Zwei Backenzähne und ein Eckzahn. And a part of the skull. Und ein Teil des Schädels. And the confident interpretation, und die ja, zuverlässig scheinende Interpretation by the, Geological Society of London, durch die Geologische Gesellschaft von London. He was 500,000 to a million years old. Ja, sie sagten, es sei sicher, dass er 500.000 bis 1 Million Jahre alt sei. And the bones leave no possible doubt. Und die Knochen, die lassen keinen möglichen Zweifel übrig. Also wörtlich sagten sie, es gibt keinen Zweifel, dass er betrachtet werden muss als ein Mann, der uns eine Verknüpfung bietet zu unseren fernen Vorfahren, den Affen. Zitat Ende. No doubts about this. Keine Zweifel darüber. The bones went into the Natural History Museum in London. Die Knochen waren im Naturgeschichtlichen Museum in London. Over the years there were other artistic representations. Und über die Jahre kamen andere künstlerische Darstellungen dieses Piltdown-Menschen. There were scientists who said, es war oder gab Wissenschaftler, die we would like to look at those bones. Wir würden gerne mal diese Knochen anschauen. And the museum said, und das Museum antwortete, we would be happy to show you plaster casts of the bones. Wir würden glücklich sein, euch ja so Gipsnachbildungen dieser Knochen zeigen zu können. They wouldn't let anybody look at the actual bones. Sie würden aber niemand reinlassen, die echten Knochen anzuschauen. Until 1953. Bis 1953. And some evolutionists looked at the bones. Und einige Evolutionisten schauten sich dann diese Knochen genau an. And what they discovered was a hoax. Und was sie entdeckten war, es war ein Schwindel. The jawbone was from an orangutan. Der Kieferknochen stammte von einem Orang-Utan-Affen. The skull was human. Der Schädel war menschlich. The bones were artificially colored to make them look old. Die Knochen waren künstlich eingefärbt worden, damit sie alt aussehen sollten. And the teeth had file marks on them. Und die Zähne hatten sogar Schleifspuren auf sich. They had been filed to make them look more human. Sie wurden gefeilt, damit sie mehr menschlich aussehen sollten. And the evidence pointed to some of the leading British scientists involved in this hoax. Und der größte Beweis, den sie da behauptet haben für den Piltdown-Mensch, hat sich als Schwindel entlarvt. Well, then there was Nebraska Man in 1922. A little break.
In a minute. Dann war 1922 der Nebraska-Mensch. And the Illustrated London News had a picture. Und die illustrierte London News brachte ein Bild of what he and his wife were doing über das, was er und seine Frau tun würden, when they lost the only piece of evidence that was found. When they lost the only piece of evidence that was found. Wenn sie verloren das einzige Beweisstück, das sie gefunden hatten. And it was, und es war a single tooth. Ja, ein einziger Zahn von dem Nebraska-Menschen. And from that tooth, und von diesem Zahn, they reconstructed the whole scene. Haben sie die ganze Szene hier rekonstruiert, die hier gezeichnet ist, so schön. Well, they kept digging there in Nebraska. Und sie fuhren fort, Grabungen zu machen in Nebraska. And by 1927, they had found more evidence. Und 1927 haben sie mehr Stücke, Fundstücke entdeckt. And in a technical scientific article. Und in einem wissenschaftlichen Aufsatz. Using a technical scientific name. Der einen technischen wissenschaftlichen Namen verwendete. Not in a newspaper using the name Nebraska Man. Nicht in einer Zeitung, die den Namen Nebraska Man Mensch verwendete. They quietly announced. Quietly announced. Haben sie ganz ruhig angekündigt. Oops. We made a mistake. Oh, ganz leise haben sie es dann gesagt. Wir haben einen Fehler gemacht. That wasn't an ape man. Das war kein Affenmensch. That was an extinct species of pig. Ihr seht, es war eine ausgestorbene Schweineart. So that's the real Nebraska man. Also das, was wir jetzt hier sehen, ist der echte Nebraska-Mensch. He was not our relative. Er war nicht unser Verwandter, oder fühlt sich jemand mit ihm verwandt? Chris Stringer is a leading evolutionist expert on human origins. Chris Stringer ist ein führender evolutionistischer Experte bezüglich der Ursprungsgeschichte der Menschheit. In 1993 he wrote a book review. 1993 schrieb er einen Buchartikel. And he said this. Und sagte, ich zitiere: Die Erforschung des Ursprungs des Menschen scheint ein Gebiet zu sein, in dem jede neue Entdeckung die Unsicherheit vergrößert und verkompliziert. Wie gewohnt diskutiert man Fragen wie die korrekte Bestimmung von Sizilien und die vermuteten Beziehungen zwischen den Gattungen des Menschen und der Vormenschen. They're just getting more confused. Sie werden immer mehr verwirrt, statt dass sie Klarheit bekommen. But it's becoming more sophisticated confusion. Aber es wird immer mehr so hochgelehrt erscheinende Verwirrung. Well, then in 2000, this article appeared in National Geographic. Im Jahr 2000 erschien folgender Artikel in National Geographic. I couldn't believe this was in the magazine. Ich konnte es nicht glauben, dass das in dieser Zeitschrift stand. I will show you everything on this one-page article. Ich werde euch alles zeigen an diesem eine Seite umfassenden Artikel. They had a picture of these six bones and a piece of jaw. Sie hatten ein Bild, die sechs Knochen in einem Stück Kiefer. And they said, und die sagten, Zitat, es ist schwer, jemanden zu finden, der einen Hominiden, also Frühmenschen, realistisch zeichnen kann. Deshalb hat sich die Grafikabteilung von Geographic auf Talentsuche begeben. Vier Künstler wurden ausgewählt. Sie bekamen einen Abguss von weiblichen, 2 Jahrmillionen alten Homo habilis Fossilien rechts zu sehen. Aufgrund dieser Bruchstücke sollten sie Skizzen anfertigen, Skelett und äußere Erscheinung von dem Hominiden, von dem die Knochen stammten. Zitat Ende. So, here is the assignment. So, hier ist die Ausstattung, die sie hatten. You are to look at these bones. Ihr seht hier diese Knochen, die sie hatten als Grundlage ihrer Zeichnungen. And we want you to draw a complete skeleton. Und daraus sollten sie zeichnen ein komplettes Skelett. And then we want a picture of what that creature looked like. Und dann wollte diese Zeitschrift ein Bild, wie dieses Lebewesen ausgesehen haben könnte. When it had muscles and skin and hair. Wenn es Muskeln, Haut und Haare hatte. The article goes on. Und der Artikel fährt fort. Jeder Künstler hatte 2 Wochen Zeit, die Knochen zu studieren. Dann musste er sie weitergeben, erzählt Koordinatorin Chris Hanna. Die Forschung lag ganz bei dem Einzelnen. Deshalb sind die Ergebnisse so unterschiedlich. Es gibt nicht nur eine Möglichkeit, sie zu zeichnen. Now that's an important point. Aber das ist ein wichtiger Punkt. They conclude, sie folgern, Zitat, jeder Künstler, also
Paläoanthropologen überprüften die Ergebnisse und waren von allen Vieren fasziniert. Die Kunstabteilung bat die Zeichner, mit Hilfe der Fachberatung brauchbare Bilder herzustellen. Now I just have a question. Jetzt habe ich eine Frage. How will this help? Wie kann das helfen? Because the paleontologists don't have any more fossil evidence. Denn der Paläontoanthropologe oder Paläontologe hat nicht mehr Beweisstücke than the evolutionists, than the artists have. Als die Künstler haben. And they are not as good at art. And they are not. The paleontologists are not as good at doing art. Und die Paläontologen sind nicht so gut mit Zeichnen. So how will that help? So was würde das denen helfen? Would you be interested to see what they drew? Habt ihr Interesse zu sehen, was sie daraus gezeichnet haben aus diesen Knochen? Well, even if you're not interested. Aber sogar wenn ihr nicht daran interessiert seid. I'm going to show you. Werde ich es euch trotzdem zeigen. Because this is very educational. Weil das ist sehr erziehend zu erkennen, was dahinter steckt. Let's start with the head. Lasst uns anfangen mit dem Kopf. All they have from the head. Alles, was sie vom Kopf haben, oder is a piece of jaw. Ist ein Stück vom Kiefer. And remember, und erinnert euch, there's no one way to draw her. Und da ist kein Weg, das zu zeichnen. So let's see what they drew. What? Ach so, ich korrigiere, es gibt nicht nur eine Möglichkeit, von dem Kiefer ausgehend den Kopf zu zeichnen. So let's see what they drew. So lasst uns also schauen, was sie in Wirklichkeit jetzt gezeichnet haben. So, ape-like head. Der erste, einen affenähnlichen Kopf. More human-like. Der zweite, mehr menschenähnlich. Ape-like. Der dritte, wieder affenähnlich. Ape-like. Und der vierte, auch affenähnlich. But they're all different. Aber sie sind alle unterschiedlich. Now I'll show you the rest of the bodies. Jetzt zeige ich euch den Rest der Körper. And before I do, und bevor ich das tue, I need to remind you of two facts. Muss ich euch an zwei Tatsachen erinnern. The first fact. Erste Tatsache. They only had six bones. Sie hatten nur sechs Knochen. But there are 207 bones in the human body. Aber das sind 207 Knochen im menschlichen Körper. So that's not very much to work with. Das ist also nicht sehr viel, um damit zu arbeiten. But notice those bones. Aber beobachtet diese Knochen. They're bone fragments. Es sind Knochenfragmente nur, also Teilstücke. They're not complete bones. Keine kompletten Knochen. So the artist will need to guess how long was the bone. So muss also der Künstler Vermutungen darüber anstellen, wie lang der Knochen gewesen sein könnte. Second fact. Zweite Tatsache. Humans have an arm to leg ratio of 3/4 to 1. Ja, es wird kompliziert. Apes or humans. Menschen haben einen Arm, der hat how much? 3/4. 3/4 to 1. Ratio. Ja, Länge, ne? Ja, Länge. Apes have much longer arms. Affen haben viel längere Arme als Menschen. If they could stand up straight, wenn sie aufrecht stehen, their hands would come to their knees or even farther. Kommen ihre Hände bis zu den Knien oder sogar tiefer, also jetzt noch tiefer als bei mir sogar. So they all had the same six bones. So hatten sie alle, diese Künstler, die gleichen sechs Knochen. There's no one way to draw her. Und es ist nicht nur eine Art, das zu zeichnen. So let's see what they drew. Jetzt lasst uns schauen, was sie gezeichnet haben. Human length arms. Der erste Arme mit menschlicher Länge. Ape length arms. Der zweite Arme mit affenähnlicher Länge. Human length arms. Der dritte wieder mit menschlich ähnlicher Länge. With curved hands. Mit kurvigen Händen, also gebogenen Händen. For climbing in the trees. Um in den Bäumen zu klettern. And this one's in a tree. Und der dritte, der ist schon im Baum oder auf dem Baum. And those arms look very long. Und diese Arme, die sehen wirklich sehr lang aus. Friends, this is not science. Aber Freunde, das ist nicht Wissenschaft. This is art and imagination. Das ist Kunst und Vorstellungskraft. So, there are various ways to make an ape man. Also, es gibt verschiedene Arten, einen Affenmenschen zu machen. You can take a few human bones, add imagination and make an ape man. Ihr könnt ein paar Menschenknochen nehmen plus Vorstellungskraft und daraus einen Affenmenschen gestalten. Or you can take a few ape bones.
Oder ihr könnt ein paar Affenknochen nehmen. Or you don't even need an ape bone. Oder ihr braucht doch nicht mal einen Affenknochen. You can use a pig tooth if you want. Ihr könnt auch einen Schweinezahn nehmen, wenn ihr add imagination and make an ape man. Und dann Vorstellungskraft und daraus einen Affenmenschen gestalten. Or you can take a few ape bones and a few human bones together. Oder noch besser, together. Ihr könnt ein paar Affenknochen mit ein paar Menschenknochen kombinieren. With imagination and make an ape man. Und dann natürlich braucht ihr die Vorstellungskraft, dann habt ihr einen Affenmenschen. And if all those methods fail, und wenn alle diese Methoden versagen, you can always get an electric grinder or a file and change the shape of the bones. Dann könnt ihr immer noch ein elektrisches Schleifgerät oder eine File nehmen und die Knochen zurecht manipulieren. But there never have been any ape men. Aber es gab nie einen Affenmenschen. Neanderthals were fully human. Neandertaler war ganz Mensch. Piltdown man was a pig. Der Piltdown Mensch war ein Schwein. Was a Schwindel. Ein Hoax? Yeah. Schwindel? Nebraska man was a pig. Ja, Nebraska-Mensch war ein Schwein. And Australopithecines are apes. Und die Australopithecinen, das waren Affen. And we could talk about Peking man. Wir könnten jetzt noch sprechen über den Peking-Menschen. Java man. Java-Menschen. Homo naledi. What? Homo naledi, found in South Africa. Also recently. Homo naledi, habe ich jetzt noch nie gehört. Ja, okay, wieder was Neues. They're either fully human or fully ape. Aber die sind entweder ganz Menschen oder ganz Affen. Or they're make-believe. They're imaginary creatures. Oder es sind eingebildete Kreaturen. There is no evidence that man evolved. Es gibt keine Belege für die Evolution des Menschen. Rather, art and imagination are the key. Man braucht nur Vorstellungskraft und Kunstfertigkeit als Schlüssel, das kündigt voll auf. And over time, the evolutionists are becoming more confused. Und je länger es dauert, umso verwirrter werden die Evolutionisten. So what does the Bible say? Aber jetzt lasst uns schauen auf das Entscheidende, was die Bibel sagt. Well, the Bible says that Adam and Eve were created supernaturally. Die Bibel lehrt, dass Adam und Eva auf übernatürliche Weise geschaffen wurden. And they are unique from all other creatures. Sie waren einzigartig und ganz anders als alle übrigen Geschöpfe. In Genesis 1 we read, in 1. Mose 1 lesen wir, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. And man is the only creature made in the image of God. Und der Mensch ist das einzige Lebewesen, das nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurde. And both male and female are made in the image of God. Als beides, männlich und weiblich, sind wir als das Ebenbild Gottes erschaffen. And it doesn't matter whether they're in the womb or outside the womb. Und es spielt keine Rolle, ob ein Mensch innerhalb des Mutterleibes oder außerhalb des Mutterleibes sich befindet. Whether they're healthy or sick. Ob der Mensch krank oder gesund ist oder reich ist. Whether they're really intelligent or not so intelligent. Ob der Mensch intelligent oder vielleicht weniger intelligent ist. They're all made in the image of God. Alle Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. In chapter 2 verse 7 we read about the creation of the first man. In 1. Mose 2 lesen wir über die Erschaffung des ersten Menschen. And we need to pay careful attention to this verse. Und wir müssen sorgfältige Aufmerksamkeit legen auf diesen Vers. So read it. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Those words, lebendige Seele. Diese Wörter, Nefesh Haya, their translation of the Hebrew words nefesh chaya. Ja, schon ein bisschen weiter. Das sind eine Übersetzung des hebräischen Begriffes nefesh chaya. And those same words are used in Genesis 1. Und diese gleichen Worte werden benutzt in 1. Mose 1. Genesis 2. 1. Mose 2. Genesis 9. Und 1. Mose 9. And other places. Und auch an anderen Stellen. To refer to sea creatures, land animals and birds. Auch bezüglich Meereslebewesen, Landlebewesen und Vögeln. They are living creatures. Die alle sind lebendige Wesen. They're not made in the image of God. Aber diese Tiere alle, die sind nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. But they are living creatures. Aber es sind Lebewesen, lebendige Seelen. So notice what Genesis says. So achtet darauf, was Genesis uns sagt. And contrast it to theistic evolution. Und stellt es gegenüber der theistischen Evolution. The Bible says, die Bibel sagt, God made man from the dust. Gott erschuf den Menschen aus dem Staub oder der Erde. He added the divine breath. Er fügte
Lebensatem hinzu. And that became a living creature. Und daraus entstand eine lebendige Seele, ein Lebewesen. Paul says the same thing in 1 Corinthians. Der Apostel Paulus sagt das gleiche in 1. Korinther 15, 45. The first man, Adam, became a living soul. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. But contrast that to what theistic evolution says. Aber stell das mal gegenüber zu dem, was die theistische Evolution sagt. They say that God took a living creature. Die sagen, Gott nahm ein lebendiges Wesen. That had evolved a body like he wanted for man. Das entwickelt hatte einen Leib, wie es wollte es als Mensch. And he breathed into that creature. Und er hauchte in dieses Lebewesen. And that became man. Und das wurde dann ein Mensch irgendwann mal. But that's exactly the opposite of what Genesis says. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was Genesis sagt. In German, im Deutschen, in English, im Englischen, in Hebrew or Spanish or Chinese, Spanisch, Chinesisch und so weiter. God did not take a pre-existing living creature. Gott nahm kein präexistentes, also schon im Voraus existierendes Lebewesen, and changed it into man. Und verwandelte es dann erst später einmal irgendwann in einen Menschen. But a growing number of Christians believe that. Aber eine leider wachsende Zahl von Christen glauben solche Dinge. But that's false. Aber es ist falsch. And they're not paying careful attention to Genesis 2 verse 7. Und sie geben nicht genau Acht auf 1. Mose, 1. Genesis chapter 2 verse 7. Kapitel 2 Vers 7, was wir vorhin gehört haben. There's more evidence for this. Und es gibt noch mehr Beweisgründe dafür. After Adam sinned, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, God said, "You will return to the ground, for you are dust, and to dust you shall return." Sprach Gott zu Adam: "Zu Erde sollst du werden, denn von der Erde bist du genommen." And that's speaking of physical death. Und da spricht Gott vom körperlichen Tod. Well, God made Adam. Ja, Gott erschuf Adam und Eva. Well, he made Adam. Er machte Adam. And he placed him in the garden. Und er setzte ihn in den Garten Eden. And he gave him a job. Und er gab ihm eine Aufgabe. One of which was to name animals. Eine davon lautete, er sollte den Lebewesen Namen geben. And God brought the animals to Adam. Und Gott brachte die Lebewesen zu Adam. And he named the animals. Und er gab den Lebewesen Namen. But in the process he realized that he was alone. Aber im Verlauf dieser Namensgebungsaktion erkannte Adam, dass er allein war. And so God put him to sleep. Ja, und dann, erst kommt die Eva, dann hat Gott ihn in den Schlaf fallen lassen. And he took the rib from Adam. Und er nahm die Rippe von Adam. And he made it into a woman. Und er machte daraus dann die erste Frau. Now in this case, in diesem Fall, Eve was made from a pre-existing living creature. Ja, in diesem einzelnen Fall war Eva tatsächlich gemacht aus einer vor ihr lebenden Person, ja, also einem Lebewesen, das vor ihr schon da war, Adam. Adam. Adam, ja. But there is no way you can harmonize this verse. Aber es gibt keine Möglichkeit, diesen Vers zu harmonisieren. With what the evolutionists say. Mit dem, was Evolutionisten behaupten. This is describing supernatural surgery. Denn das, was wir in der Bibel lesen, beschreibt eine übernatürliche Operation, wenn man so nennen will. Well, first, Genesis 3:20 says Eve was the mother of all the living. 1. Mose 3, Vers 20 sagt, Eva wurde die Mutter aller Lebendigen. And in context, it's talking about living people. Und das heißt vom Zusammenhang her aller lebendigen Menschen oder ja, Leute. And then 1 Corinthians says that Adam was the first man. Und 1. Korinther 15 lesen wir, Adam war der erste Mensch. So the Bible's perfectly clear. So ist die Bibel völlig klar. There were no people before Adam and Eve. Es gab keine Menschen vor Adam und Eva. Everyone is descended from them. Jeder Mensch stammt von Adam und Eva ab. Everyone. Jeder. And it doesn't matter what the color of their skin is. Und da spielt es auch keine Rolle, was die Hautfarbe ist. The Bible is very clear. Bibel ist ganz klar. In the book of Acts, Paul says, im Apostelgeschichte 17 lesen wir in der Predigt von Apostel Paulus, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht,
dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen. So there is only one race. So gibt es letztendlich nur eine einzige Rasse. There are many people groups. Es gibt viele Volksgruppen. There are different languages. Verschiedene Sprachen. But there's only one race. Aber nur eine Rasse. Sadly, however, traurigerweise jedoch, Christians and non-Christians have been racist. Gab es Christen und natürlich auch Nicht-Christen, die Rassisten waren. And they have said that there are different races of people. Und sie haben gesagt, da gibt es verschiedene Rassen von Leuten. And some races are better than others. Und einige Rassen seien besser als andere Rassen. In 2000, the Human Genome Project. Im Jahr 2000 war das menschliche Genomprojekt. They finished mapping the human genome. Sie kamen damit zu Ende, das menschliche Genom zu klassifizieren oder ja, aufzuzeichnen. They know what's there. Sie wissen, was da ist. They don't understand it all. Sie verstehen nicht alles. In fact, the more they learn about DNA, in Tat haben sie immer mehr gelernt über die DNS. The more complicated it becomes. Und je mehr sie darüber gelernt haben, umso komplizierter wurden diese Forschungen. But in 2000, aber im Jahr 2000, all the scientists involved in that project, alle Wissenschaftler, die in dieses Projekt involviert waren, made a unanimous announcement. Machten eine überraschende Ansage oder Ankündigung. There's only one race. Es gibt nur eine Rasse. It's a biological fact. Das ist eine biologische Tatsache. The difference between us is literally skin deep. Der einzige Unterschied ist einfach die Tiefe der Haut, also was die Haut betrifft. There's neither biological, neither a biological basis nor a biblical basis. Es gibt weder eine biologische noch eine biblische Basis. For saying that there's more than one race of humans. Zu sagen, es gibt mehr als eine Menschenrasse. But evolutionary theory is inherently racist. Aber die Evolutionstheorie ist implizit rassistisch. And in the past, many evolutionists believed. Und in der Vergangenheit glaubten viele Evolutionisten, that some people were more evolved than others. Dass einige Leute höher entwickelt seien als andere Leute. Charles Darwin said this. Charles Darwin sagte Folgendes. Ich zitiere: In irgendeiner künftigen Zeit, vielleicht in nur wenigen Jahrhunderten, werden die zivilisierten Rassen der Menschheit beinahe mit Bestimmtheit die wilden Rassen ausgerottet und ersetzt haben. Dann werden ohne Zweifel auch die Affenmenschen ausgerottet sein. Zitat Darwin. He continues. Und er fährt fort: Die Kluft zwischen dem Menschen und seine nächsten Nachbarn wird dann größer sein. Sie wird klaffen zwischen dem Menschen, der dann hoffentlich noch zivilisierter ist als sogar der Kaukasier, und irgendwelchen Menschenaffen auf der niedrigen Stufe eines Pavians, anstelle der jetzigen Kluft zwischen dem Neger oder dem Australier, also Ureinwohner, und dem Gorilla. Zitat Ende. And even the diagrams are inherently racist. Und sogar die Diagramme sind implizit rassistisch. So you have a monkey on the end. So habt ihr einen Affen am linken Ende. The skin gets lighter and the last one is a Caucasian. Ja, und die Haut wird immer heller und der letzte ist dann ein Kaukasier. Or this one in National Geographic. Oder schaut euch das an in National Geographic. Die Haut wird immer heller. Or this one in Discover Magazine. Oder das im Entdeckungsmagazin. These are inherently racist diagrams. Das sind implizit rassistische Diagramme. And many horrible things have been done. Und viele schreckliche Dinge sind daraus entstanden, wenn man dritte Reich denkt. Of this racist thinking. Wegen diesem rassistischen Denken zum Beispiel. But there's only one race. Aber es gibt laut biblischer Aussage nur eine Menschenrasse. Well, how do we explain all the different shades of brown skin color? Aber wie erklären wir dann die unterschiedlichen Hauttönungen und Färbungen? Well, we've recently learned. Wir haben neulich gelernt, that there are at least 15 genes controlling skin color. Dass mindestens 15 Gene die Hautfarbe kontrollieren. And so we ask the question, und so stellen wir die Frage, what color were Adam and Eve? Welche Hautfarbe hatten Adam und Eva? Now we're going to illustrate with just two genes, not 15. Jetzt, der Einfachheit illustrieren wir es jetzt mal mit zwei Genen, nicht mit 15.
And let's say we represent those genes for light skin with little a, little b. Und wir geben wieder diese Gene für helle Haut mit klein a, klein b. If Adam and Eve both had that genetic information, wenn Adam und Eva beide die Erbgutinformation hatten, they would only produce light-skinned children. Dann, wenn sie nur AABB hätten, würden sie lauter hellhäutige Kinder hervorbringen. If Adam and Eve were very dark-skinned, wenn aber Adam und Eva sehr dunkelhäutig gefärbt waren, big A, big B, mit etwa groß A, groß B, they would only have really dark children. Würden sie nur dunkelhäutige Kinder haben. There would be no variation. Dann würden keine Genvariationen vorliegen. And so we think that Adam and Eve were actually middle brown. Aber so denken wir, Adam und Eva waren in Wirklichkeit mittelbraun. So they had genetic information for dark skin and light skin. Und so hatten sie genetische Informationen für helle und dunkle Haut. And they had 53 children, Jewish tradition says. Und sie hatten, wie die jüdische Tradition sagt, 53 Kinder. They could have had a whole kaleidoscope of color in one generation. Können Sie ein ganzes Kaleidoskop von Hautfarben hervorbringen damit? And you say, well, that's not possible. Aber ihr sagt vielleicht, das ist nicht möglich. Well, look at this family. Aber schaut euch doch mal diese heutzutage lebende Familie the an. The mother from Ghana, the husband from Germany. Mutter ist aus Ghana, der Ehemann aus Deutschland. And their twins are not the same shade of brown. Und es sind Zwillinge und die haben nicht die gleiche Hautfarbe. Or this family. Oder diese Familie. One daughter is darker than mom and dad. Eine Tochter ist dunkelhäutiger als Mama und Papa. And one is lighter than mom and dad. Und andere sieht man deutlich ist heller als Mama und Papa. And those girls have grown up. Und diese Mädchen sind aufgewachsen, größer geworden. And they love each other. Und sie lieben einander. So should we call them black and white twins? Sollen wir sie nennen schwarz-weiße Zwillinge? No. Nein. Neither of them are black and neither of them are white. Keines von denen ist schwarz und keines von denen ist weiß. They're light brown and dark brown twin. Sie sind leicht braun und leicht dunkle Zwillinge. So, we talk about Mongoloids, Negroids, Caucasian. Wir sprechen über Mongoloide, Negroide und Kaukasier. And Cro-Magnon, Homo erectus, Neanderthal. Und Cro-Magnon, Homo erectus und Neandertaler. These are man-made labels. Das sind von Menschen gemachte Etikettierungen. But they're all descended from Noah and his family. Aber alle diese Menschen stammen ab von Noah und seiner Familie. And they're descended from Adam and Eve. Und die wiederum stammen ab von Adam und Eva. So when we really look carefully at the evidence, so wenn wir also wirklich sorgfältig auf die Beweislage achten, the evolutionary view doesn't fit the facts. Dann trifft die evolutionäre Weltanschauung nicht die Tatsachen. But what we see fits with what the Bible says. Aber das, was wir sehen, stimmt überein mit dem, was die Bibel sagt. Well, so what? Does it matter? Ja, warum ist das so wichtig? A few years ago, the London Zoo opened an exhibit. Vor einigen Jahren hat der Londoner Zoo eine Ausstellung eröffnet. This was in the summer. Das war im Sommer. And they had people in a cage next to an ape cage. Und sie hatten Leute in einem Käfig benachbart, einem Affenkäfig. And they were in swimming costumes. Und die waren in Schwimmkleidung. With fig leaves tied onto their swimming costumes. Mit Feigenblättern unter ihren Schwimmkleidungen. And they were having a lot of fun. Und sie hatten eine Menge Spaß. Pretending like they were picking bugs out of the one guy's hair. Picking insects out ja, of the hair. Und haben so gemacht, als würden sie Insekten auf dem Kopf, der, auf den Haaren picken. And a spokeswoman for the zoo said this. Und eine Sprecherin des Zoos sagte, wenn wir Menschen in einer anderen Umgebung sehen, unter anderen Tieren, zeigt uns das, der Mensch ist einfach ein weiterer Primat. But think about that. Denk mal darüber nach. You have thousands of parents and children going by this exhibit. Ihr habt tausende von Familien und Kindern, die durch diese Ausstellung gehen. And the message they are supposed to get, und die Botschaft, die ihnen übergebracht wird, ist diese: is humans are just another primate. Also Menschen sind einfach eine andere Art von Primaten, also praktisch Menschenaffen.
Well, we keep primates in zoos all their lives. Wir halten Primaten in den Zoos oft ihr ganzes Leben lang. So is it okay to keep a human being in a zoo? Und deshalb ist die Frage, wäre es auch okay, ein Menschenwesen im Zoo zu halten? That actually happened. Das ist tatsächlich geschehen. Oda Benga was a pygmy African from the Belgian Congo. What is his name? Ole Bingo? Oda Benga. Oda Benga war ein Pygmäe von Afrika. His first wife was murdered by Belgian white men. Seine erste Frau wurde umgebracht von einem belgischen weißen Mann. His tribe was sold into slavery to another tribe. Sein Stamm wurde von einem anderen Stamm in die Sklaverei verkauft. He was eventually sold to an American explorer. Er wurde eventuell verkauft an einen amerikanischen Forscher, who brought him to the United States, der ihn dann in die Vereinigten Staaten von Amerika brachte, and eventually sold him to the New York Zoo. Und ihn dann möglicherweise verkaufte an den New Yorker Zoo. Where he was placed, in the orangutan cage. Und wurde tatsächlich dann eingesperrt im Orang-Utan-Käfig. To live 24 hours a day, 7 days a week. Und hat dort gelebt, how many years? 24 hours a day, 7 days a week. Ach so, hat dort 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gelebt. African-American pastors protested. Afroamerikanische Pastoren haben dagegen protestiert. After a while, they let him out during the day, but he had to sleep with the apes at night. Nach einer Zeit, durch diese Proteste, haben sie tagsüber eine Zeit lang herausgelassen, aber nachts musste er immer noch in diesem Käfig schlafen. He was used as an exhibit of human evolution. Er wurde dort benutzt oder missbraucht als eine Ausstellung für menschliche Evolution. Eventually, he was let out. Dann bei Gelegenheit wurde er herausgelassen. He was taken into the care of some Christians. Er kam unter die Obhut einiger Christen. He was led to faith in Christ. Und er wurde wunderbar zum Glauben an Jesus Christus geführt. But he was working in a factory. Dann arbeitete er in einer Fabrik. When it was all too much for him. Als es für ihn alles zu viel war. And he committed suicide. Hat er dann schließlich leider doch Selbstmord begangen. But what's wrong with that? Aber was ist da schiefgelaufen? Was war da falsch? If humans are just another primate, wenn Menschen einfach eine andere Art von Primaten oder Menschenaffen sind oder sein sollen, what's wrong is, was falsch ist, humans are not just another primate. Menschen sind eben nicht gerade nur eine oder überhaupt eine andere Art von Menschenaffen oder Primaten. It matters what we believe about where we came from. Es ist wichtig, dass wir erkennen und glauben, wo wir abstammen. If we came from Adam, wenn wir von Adam herkommen, then God made us, dann hat Gott uns geschaffen. He made Adam and Eve supernaturally. Er hat Adam und Eva auf übernatürliche Weise gemacht. He made us naturally. Er hat uns auf natürliche Weise gemacht. Through the amazing genetic code that he created. Durch den aufregenden genetischen Code, den er erschaffen hat. And he is the authority. Und Gott ist die Autorität. And he determines right and wrong. Und er legt fest, was richtig und falsch ist. But if an ape is in your ancestry, aber wenn ein Affe in deiner Vorfahrenschaft sich befindet, then it's just the law of the jungle. Dann herrscht einfach nur das Gesetz des Urwaldes. It's the survival of the fittest. Und das lautet, der Stärkste wird überleben. And if you have a banana that I want, und wenn du eine Banane hast, die ich gerne möchte, and I'm stronger than you, und ich stärker bin als du, I can take your banana. Dann kann ich deine Banane dir abnehmen. And if you have a woman I want, und wenn du eine Frau hast, die ich gerne and möchte, I'm stronger than you, und ich stärker bin als du, I can take your woman, kann ich dir deine Frau wegnehmen. Or if you have a company that I want, oder wenn du eine Firma hast, die ich gerne hätte, and I'm stronger than you, und ich stärker bin als du, I can take your company, kann ich dir deine Firma abnehmen. It doesn't matter if I cheat or steal or lie. Dann spielt es keine Rolle, ob ich Ehe breche, stehle oder lüge. It's the survival of the fittest. Das ist ja das Überleben der Stärksten, der Stärkeren. It matters what we believe about where we came from. Aber, liebe Freunde, es ist wichtig, dass wir erkennen und glauben, wo wir herkommen, wo wir wirklich herkommen. The atheists understand this. Der Atheist versteht das. A few Christmases ago, the American atheist posted on their website. Vor einigen Jahren, an Weihnachten, stellte die
Which die amerikanischen Atheisten stellten etwas auf ihre Homepage. And they said, und sagten, zitiere, kein Adam und keine Eva, das bedeutet auch kein Bedarf an einem Erlöser. Es bedeutet auch, dass die Bibel nicht die Quelle eindeutiger wörtlich zu dem der Wahrheit ist. Sie ist durchweg unzuverlässig, denn alles beginnt mit einem Märchen, das ist die Grundlage und darauf baut alles auf. Kein Sündenfall, das heißt auch kein Bedarf an Versöhnung und kein Bedarf an einem Retter. Zitat Ende. See, if there is no Adam, ja, wenn da kein Adam ist, it destroys the foundation for the gospel. Dann zerstört das die Grundlagen für das Evangelium. And because of the teaching of evolution, und wegen der Lehre der Evolution, millions and millions of people have rejected the gospel. Haben aber Millionen Menschen das Evangelium abgelehnt. Because they think, weil sie denken und glauben, evolution is science. Evolution sei Wissenschaft. And I can't deny science. Und ich kann nicht verleugnen die Wissenschaft. It's anti-intellectual. Das wäre ja anti-intellektuell, wenn ich das tun würde. But evolution is not science. Aber, liebe Freunde, Evolution ist nicht Wissenschaft. That is an illusion. Das, was wir hier sehen, ist eine Täuschung. It's worse than an illusion. Es ist noch schlimmer als eine Täuschung. It's a deception. Es ist eine Verführung. Because it leads people to think, denn es führt Leute dazu, zu denken, that when I die, I'll be dead. Dass, wenn ich sterbe, ich einfach mausetot bin. There is no life after death. Sie denken dann, es gibt kein Leben nach dem Tod. There is no God to whom I must morally respond. Es gibt keinen Gott, dem ich moralisch verantwortlich bin. There's no heaven, no hell. Es gibt keinen Himmel und keine Hölle. It's all a deception. Das ist alles eine Täuschung. There really is a God who made us. Aber, liebe Freunde, es gibt wirklich einen Gott, der uns geschaffen hat. And his law is written in our conscience. Und sein Gesetz ist sogar in unser Gewissen geschrieben. And we know there's a God. Und wir wissen letztendlich, wenn wir ehrlich sind, es gibt einen Gott. But because of sin, aber aufgrund der Sünde und Schuld, we suppress that truth, we push it down. Unterdrücken wir diese Wahrheit und stoßen sie nieder. So, if you're here tonight, wenn ihr heute hier seid, and you have not put your trust in Jesus Christ, und ihr euer Vertrauen noch nicht auf den Herrn Jesus Christus gesetzt habt, or if you're watching on the internet, oder wenn ihr im Internet auf dem Livestream jetzt zuschaut oder bei der Übertragung später, listen to the truth that is coming to you. Hört der Wahrheit zu, die euch begegnet. You are not an animal. Ihr seid nicht ein Tier. You are a creature made in the image of God. Ihr seid ein Lebewesen, das nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. And God loves you. Und Gott liebt euch. But you have a sin problem. Aber du hast ein Sünden- und Schuldproblem. And he's ready to forgive your sin. Und Gott ist bereit, dir deine Sünde zu vergeben. If you will turn from your sin. Wenn du dich abwendest von deinen Sünden. And trust in Jesus Christ alone. Und allein auf Jesus Christus dein Vertrauen setzt. And so I encourage you to do that. Ich ermutige dich von Herzen, das zu tun. And for those of you who are Christians, und für diejenigen unter euch, die schon Christen sind, I urge you to believe God's word. Bitte ich euch, zu glauben, was Gottes Wort sagt. And I urge you to talk to your Christian friends. Und ich bitte euch, auch mit euren christlichen Freunden zu reden. And encourage them to believe God's word. Und sie zu ermutigen, allem zu glauben, was Gottes Wort sagt. And use this literature. Und benutzt auch diese hilfreiche Literatur. And use the videos that are now going to be on the internet. Und benutzt die Videos, die jetzt massenhaft übers Internet verbreitet werden sollen von diesem Wochenende. To help them see that evolution is a lie. Damit sie erkennen, dass die Evolution eine Lüge ist. So, a lot to think about. Es gibt also eine Menge zum Nachdenken. And a lot more on our website. Und noch eine Menge auf unseren Homepages. And so I hope you come back tomorrow. Ich hoffe, ihr kommt zurück, auch morgen. We're going to talk about dinosaurs in the afternoon. Am Nachmittag wird Terry dann über das Thema Dinosaurier und die Bibel sprechen. And I don't know what Lothar und ich werde sprechen über die Auflösung der christlichen Werte in der Endzeit im Morgengottesdienst um 9:30 Uhr. God bless you. Gott segne euch. Amen.